Ja, Leute, der Volker Schäffler ist da. Ja, ich kann euch hier empfehlen, hier müsst ihr hingehen, denn nach der Diegel-Liste verliert Deutschland im nächsten Jahr, das ist ja schon bald, 50 Millionen Menschen. Ist ja nicht viel, die haben doch 80 Millionen, davon sind bestimmt 30 Millionen Fremde hier. Also ist immer noch genug was über. Türkei verliert laut Diegel-Liste nur 10%. Die haben 72 Millionen Menschen über. Also ich kann euch das nur raten, Leute. So, noch was anderes. Ich biete euch Folgendes an. Ich schreibe ja ein Buch, ja? Ich habe schon zwei Bücher geschrieben, aber schon ewig her. Ja? Eins wurde sogar in Deutschland mal verboten. Ja? Da stand zu viel Wahrheit drin. Das gab es dann nur noch in China als gebrauchtes Buch für 170 Dollar. Ja, aber das ist schon bestimmt 20 Jahre her. Und dann das nächste Buch, Himmel und Hölle, das ist auch ein sehr, sehr gutes, sehr spannendes Buch. Warum? Da ist ein Grundbuchauszug drin von einem Grundstück, wo ein Mann beerdigt ist. Von dem man behauptet hat, er wäre ermordet worden. Er ist aber nicht ermordet worden. Er wurde gewarnt, ist geflüchtet und sein Double ist ermordet worden. Er ist geflüchtet zu einem Grundstück, das einem Freund von mir gehört. Ist das nicht der Hammer? In der Türkei. Er hat gelebt bis 1974, ist dann dort einbalsamiert worden, also man kann ihn sogar sehen, wenn wir dorthin gehen. Müssen ihn natürlich, der ist natürlich versteckt da, ja, aber ich weiß, wo er versteckt ist, ganz genau sogar weiß ich, wo er versteckt ist. Und so, und dieses Buch, das wird natürlich der Oberhammer, ja. Er hatte ja noch eine Tochter, die Tochter war deutsche Agentin, ja. Und die hat sehr viele Geheimnisse erfahren, hat sie alles in ihren Memoiren aufgeschrieben. Und sie hat mir jetzt 300 Briefe hinterlassen mit sehr vielen Geheimnissen. Sie hat auch bei mir gelebt eine Zeit und ja, hat auch bei einem General gelebt mal. Und dadurch kommt es, dass sie so viele Geheimnisse weiß, ja, oder wusste. Denn sie lebte nur bis zum Jahre 2022. Dann hat man sie beseitigt. Und darüber schreibe ich ein Buch und dadurch sind alle nervös jetzt. Ja. Ich habe viele informiert, eigentlich alle Zeitungsverlage und illustrierten Verlage, Buchverlage. Soll ich euch was sagen? Die hüllen sich alle in Schweigen, ja. Keiner fragt irgendwas oder fragt mich, wie kommst du darauf oder hast du Beweise? Nichts, sie fragen nichts. Natürlich habe ich Beweise, ja. Und eben auch die 300 Briefe, die ich bekommen habe von der Tochter. So Leute, dieses Buch, das wird dann um die Welt gehen und wird richtig, wird ein Welterfolg werden, ist logisch. Jetzt brauche ich jemanden, der mitmacht. Brauchen soll man nicht sagen, das ist ein negatives Wort. Es sagt irgendwas von Verlust aus oder ja, Mangel, von Mangel. Brauchen heißt Mangel. Ja. Nein, ich habe keinen Mangel, sondern ich muss jemanden haben, der ein bisschen mithelfen kann. Vielleicht kann er mitschreiben, vielleicht kann er Übersetzung machen ins Englische. Oder aber er kann ein bisschen investieren und dann vom Verkauf vom Buch mitverdienen. Ja, das gibt es, da gibt es eine Differenzierung des Verdienstes von 20% bis hoch auf 50%. Ja. Und jetzt stellt euch vor, das Buch wird dann weltweit für, sagen wir mal, 1 Million Mal verkauft. Und davon haben wir vielleicht, sagen wir mal, 1 Euro oder 1 Dollar oder vielleicht auch 2.
Eine Million mal ein Dollar ist auch nicht so schlecht, ne? Und davon 50% ist auch nicht so übel, ne? Ihr müsst euch ein bisschen Geld beschaffen, Leute. Denn das Geld wird sehr, sehr knapp werden in Deutschland, ja. Deutschland knackt in sich zusammen, das glaubt ihr nicht, ja? Und die Banken werden da auch dann schließlich betroffen sein. Ich war mal bei einer sehr guten deutschen Bank, die hat dicht gemacht, die Fitor Bank. Die ist pleite gegangen. Das war aber nur der Anfang. Es geht natürlich weiter. So, wenn ihr da mitmachen wollt, müsst ihr ein bisschen investieren. Geht mal an euren Sparstrumpf und holt mal ein bisschen Geld raus und dann investiert ihr das in dieses Projekt. Das ist ja nicht für mich, sondern das ist dann, wenn ihr investiert, ist es für euch selbst. Weil wenn das Buch auf dem Markt ist, dann werdet ihr verdienen ohne Ende. Und da sind wir nirgendwo jemanden verpflichtet. Ja? Das Buch spielt sein Geld ein und ihr müsst da nicht irgendwo eine Sklavenarbeit machen oder irgendwas machen, wo ihr nicht genug verdient. Da könnt ihr genug mitverdienen. Ja? Könnt ihr euch zur Ruhe setzen. Ich habe mal mit einer Erfindung eine Million verdient. Mein Fehler war, ich habe sie schnell ausgegeben durch viele Reisen. Ich war in vielen Ländern, ja. Ich habe in Marbella gelebt, in Barbados gelebt, in Florida gelebt, New York gelebt, Türkei sehr oft gelebt, Österreich gelebt, immer auf Reisen gewesen und letztlich habe ich nicht gespart. Das war mein Fehler, ja. Hätte man ein bisschen sparen müssen, aber die Zeiten waren immer so gut, dass ich dachte, Geld kommt ja eh wieder rein. Mit Mal kam nichts mehr. Die Zeiten sind so schlecht geworden, es kam nichts. Ja, so und deshalb muss ich jetzt suchen, dass jemand mit mir dieses Buch zusammen macht, also zusammen finanziert. Ich finanziere auch mit. Und wenn wir sagen, was wird so ein Buch kosten? Ja, ich werde es auch im Eiken Verlag machen, zumindest das deutsche Buch. Ne? Also, dass ein Verlag gar nicht daran verdient, sondern dass der ganze Verdienst in die eigenen Taschen geht, weil sonst kriegst du da gar nichts von dem Verlag. In USA oder in der Welt wird es anders sein. Da muss man Leute haben vor Ort, die sich auch auskennen mit der Materie und die das auch vermarkten können. Ja, nicht umsonst habe ich ja den Kontakt zu Elon Musk. Ja, der schreibt mir jetzt zurzeit nicht mehr, aber vorher hat er immer geschrieben. Und auch seine Mutter hat mir immer geschrieben, die Maie. Jetzt ist Ruhe, weil er immer bei Trump auf den Veranstaltungen ist und auf den Bühnen ist. Hat er kein Interesse mehr, jetzt irgendwas anderes zu machen. Kann man auch verstehen, deshalb muss ich ihn jetzt ganz in Ruhe lassen. Wenn es mal darauf ankommt, wenn das Buch fertig ist, werde ich ihn fragen, ob er mir ein paar Tipps geben kann, an wen ich mich wenden kann. Das wird er machen, da bin ich ganz sicher. Und ja, Leute, also schreibt mich an. Scheffler.Volker3, als Ziffer die 3. Scheffler.Volker3 at gmail.com. Dort kommen die Mails an, weil ich habe auch noch eine andere E-Mail-Adresse. Da kommen manchmal die E-Mails nicht durch. Ja? Warum, weiß ich nicht. Vielleicht werden die abgefangen. Ne? Und zwar, das ist scheffler-folger@web.de. Das ist meine altbekannte E-Mail-Adresse. Schreibt am besten auf beide. Tragt beide Adressen ein und sagt, ich habe Interesse, da mitzumachen. Sagen wir mal, ich kann 2.000 € einbringen. Was bekomme ich dafür? Und dann sage ich euch, was ihr dafür bekommt. Und dann könnt ihr reich werden mit 2.000 €. Oder ihr sagt, ich zahle 3.000 € ein. Dann sage ich, okay, dann gebe ich euch 50%. Ist das ein Hammer? Oh. Ich habe ein paar Leute, die würden gerne und wollen gerne, aber vielleicht haben sie das Geld auch wieder nicht. Das Geld ist ja knapp geworden. Ja, ich muss mal ein bisschen zurück, weil das spiegelt sich sonst so in der Brille. Das sieht dann so blöd aus. Ja, Leute. Also,
Wenn ihr mitmachen wollt, wie lange brauche ich für ein Buch? Also für die deutsche Fassung brauche ich maximal 4 Wochen. Ich habe schon sehr viel zusammen, es ist schon bald fertig. Das könnte ich schon in 3 Wochen fertig haben, das Deutsche. Aber das ist nicht so wichtig. Wer interessiert sich in Deutschland schon für diesen Fall? Das ist ein amerikanisches Problem gewesen. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wen ich meine. Und da wird das um die Welt gehen. Und ich sage immer, der Mann, der ist so bekannt wie Jesus. Jedes Kind kennt seinen Namen. Ja. Er war natürlich kein Jesus, er war kein Heiliger. Ne? Aber er hatte einen guten Geheimdienst, die haben ihn gewarnt. 2 Wochen vor dem, was passieren sollte, haben sie gesagt, pass auf, die und die und die wollen dich beseitigen. Namentlich genannt. Und das hat ihn sehr geschockt. Da war er fertig. Und es blieb ihm keine Wahl, als dass er sein Double dafür verwendet hat und er selbst verschwunden ist. Ja. Okay. Ich habe auch noch von dieser Tochter ein Originalsparbuch mit einer Eintragung, handschriftlich von ihr, mit ihrem Namen und eine Vollmacht geschrieben. Also so, dass man das auch tatsächlich als ihr Sparbuch sehen kann oder erkennen kann oder identifizieren kann. Das ist ja das Wichtige. Ich habe gesagt, wenn der Name mal ein bisschen bekannt ist und wir geben das zu Sotheby's, ist das 1 Million wert. So, wer bei mir dabei ist, wird auch daran mitverdienen. Ich teile sehr gerne. Ich muss nur jemanden haben, der mitmacht. So Leute, kommt in die Hufe, bevor der Platz weg ist für euch. Denkt dran, die Banken machen auch sehr, sehr, ja, oder sie haben sehr viel Probleme in der Zeit, was jetzt kommt. Ja. Es kommt ein neuer Virus und der beginnt in Brasilien, weiß ich von Leuten aus dem Militär, der kommt zuerst in Brasilien, kommt dann nach Deutschland. Es gibt jetzt schon die neue Impfung für Einjährige, auch mit mRNA drin und für Rentner, so ab 60, glaube ich, die sollen geimpft werden. Ja, ja die Rente fällt dann weg. Ja? Versteht? Brauchst keine Rente mehr. Ne? Und die Kinder, ja, die werden natürlich, ihr wisst ja, was los ist. Kann ich nicht so ausmalen, sonst sperren die mich auch wieder. Ne? Ich kann euch nur sagen, kommt in die Hufe, Leute. Wartet nicht, bis alles zu spät ist. Nächstes Jahr ist schon bald 50 Millionen Menschen weniger. Kommt in die Türkei. Ich kann euch helfen. Hier könnt ihr ein Haus kriegen für 500 Euro im Monat. Ja? 500 mit Pool. Teuer ist nur im Sommer, wenn die ganzen Touristen kommen. 1 Million Touristen in eine Stadt. Aber dieses Jahr war nicht viel. Die kommen nicht mehr. Die haben auch das Geld nicht mehr. Englische Touristen, ne? Kommen nicht mehr. Deutsche kommen eh hierher nicht. Selten, aber hier wird Deutsch gesprochen, ne, nicht Deutsch gesprochen, sondern Türkisch und Englisch. Also mit Englisch könnt ihr total mit jedem euch unterhalten. Die können alle Englisch. Ja, alles Gute, ich mache jetzt hier Feierabend. Alles Gute, bis bald.